So, da sind wir bei Enslaved Odyssey to the West. Und nein, ich möchte nicht zielen, sondern ich möchte ihm hinterherrennen, weil es gilt, Teile zu finden. Schrottteile, aus denen wir etwas zusammenbauen können. Und Klettern ist was für Männer, haben wir beim letzten Mal rausgefunden. Aus dem Grund sind wir auch natürlich am Start, ganz klar. Männlich, wie wir sind. Weil Monkey kein Bart hat. Trotzdem, Monkey ist so männlich ohne Bart, dass er gar keinen braucht. So sieht es nämlich aus. Wo rennst du denn? Piggy, oink, oink. Sollen wir es ein bisschen interessanter gestalten? Ja, bitte. Interessanter. Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen bis nach oben? Da hoch? Was kann da oben so Tolles liegen? 3, 2, 1, los! Okay. Dann haust du mal rein, Junge. Bewegst du dich mal. Wo muss ich denn lang? Hier muss ich hoch. Okay, dann wollen wir schauen, wer schneller ist von uns beiden. Du bist voll der cheapy Typ aus dem Schmuggel zu... Haben wir beim letzten Mal schon rausgefunden, du schmuggelst Toupets unter dem Arm. Allein schon die Toupet-Sache disqualifiziert dich. Ach, sehen uns oben, so ein Pisser. Ja, seht, er hat einen Haken, das heißt... Natürlich klettert er nicht, ist ja ganz klar. Sieht er aus, als wenn er klettern würde? Oh! Das findest du witzig, hä? Freizeit. Alter, sonst nichts Besseres zu tun. Da gibt's ja nichts anderes. Das heißt, der Typ ist einfach nur... Gut, wohin? Wohin muss ich denn laufen? Ich muss da lang laufen, habe ich recht? Ja, genau. Das ist teilweise ein bisschen verwirrend, wenn wir uns dann entgegenlaufen und ich mir dann denke, hä, warte mal, der geht da lang? Ja, aber ich habe vergessen, er ist ein Bullshitter und hat genau dieses Teil. Ach, vor 3 Wochen, da war so ein Typ da, der hieß Peter Parker. Den habe ich umgeboxt. Der hat mich gebissen, so rum. Schau an, schau an, schau an. Oh, wir liegen auf jeden Fall momentan vorne. Das könnte sogar noch relativ knapp werden. Oh, wenn ich jetzt nicht total... Wo zum... Geh doch da hoch. Oh, Monkey. Jawohl, ab geht's. Monkey. Oh ja, geil. Ich hab wieder den... Ich möchte nicht da hochklettern, Glitch. Jetzt. Ach, komm schon. Ich dachte, du wolltest dann rennen. Naja, es macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob wir hier gewinnen oder verlieren bei diesen, in Anführungs... Wie hält er sich mit seinen Hufen nur an diesen Dingern fest? Nein, Monkey, komm schon. Aber ist euch mal aufgefallen, ich habe im kompletten Let's Play noch keinen Bananenwitz gebracht? Das will ich auch so halten, eigentlich. Na, natürlich war er zuerst da. Du bist ein Bullshitter, das bist du. Ja. Ich habe auch nichts anderes zu tun. Außer tödliche Max davon abzuhalten, uns zu essen. Zu töten zumindest mal. Ob sie uns essen? Ja, wahrscheinlich nicht. Wir wurden gar nicht richtig vorgestellt. Pixie. Sag ich doch. Pixie Oink Oink. Uns Pixie? Wie kommt man zu so einem Namen? Naja. Es ist schon ganz schöne Sau, ne? Keine Ahnung. Und was ist mit dir? Wie heißt du? Monkey. Monkey. Ja. Ah, Monkey. Ja. Das leuchtet mir ein. Der Blick von ihm. Er wird ihn so gern umboxen in dem Moment, glaube ich. Ja, Pixie. Mit meinem Enterhaken bringe ich uns beide runter. Toll. Oh, wie romantisch. Muss es sein? Wollten wir nicht eigentlich hier hochgehen, um irgendwelche Teile zu sammeln? Ach, whatever. Ein Affe und ein Schwein. Das kann ja nur eine tolle Freundschaft werden. Wobei die Gürtelschnalle, die hat, ist extrem cool. Pixie hat eine coole Gürtelschnalle. Das muss man niemals so gut halten. Weil auch der Rest ein bisschen strange ist. Die Gürtelschnalle reißt raus. Wie machen wir das denn? Wo machen wir es vor allem? Was machen wir? Klettern wir da hoch? Pixie? Ja, ich dachte schon. Oh ja! Ich hab vergessen, dafür bist du auch hilfreich.
Ich weiß zwar nicht, wie das Seil dich aushält, aber gut, dass du da bist. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das mal sag. Aber von hier an können wir auch ganz gediegen wieder selber runter. Genau. Nein, 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 nicht zurück. Nicht zurück. Das muss nicht unbedingt sein. Guck mal, was Trip so macht. Ich hoffe, die ist in Ordnung soweit. Ja, da steht sie rum. Gut gemacht, Jungs. Wer hat denn gewonnen? Ich. Der hat einen Haken, Trip. Sag, hier ist zum Turbolader. Folgt mir. Sag ihm, dass Haken nicht erlaubt sind. Das kränkt meinen affenmäßigen Stolz. Ach, egal. Lauf mit dem Schwein hinterher. Gut, dann mal schauen. Irgendwo muss der Turbolader sein. Also dieses Klettern war gerade nur Bullshitterei. Das hat absolut nichts damit zu tun gehabt, in Anführungszeichen. Wenn ihr so wollt. Wir wollten nur gucken, wer der männlichere ist. Durch Cheaten kann ich das auch so. Und wie kommen wir jetzt wohl durch die Tür? Gut, dass ich dabei bin, hä? Okay, das ist, by the way, Kapitel 10, die okay. Titanenfabrik. Hinter dieser Tür, da ist die eigentliche Mech-Fabrik. Dort finden wir einen Turbolader und einen Kühler. Okay, cool. Oh ich Gott. Mach das auf. Ich wollte gerade sagen, danke. Ich wollte gerade sagen, ich lasse über die Finger davon. Wahrscheinlich fliegt sie in die Luft. Oder es fängt einfach nur an zu brennen in dem Moment, wo ich es berühre. Das wird eher der Fall sein. Okay. Nicht gerade einladen, dieser Ort, aber was soll's. Wir brauchen diesen Turbolader. Hier ist der Plan. Da ist ein Turbolader auf der Plattform. Okay. Da gibt's ein Problem. Dort oben wimmelt's von Mech-Signalen. Um da ranzukommen, müssen wir diese beiden Stege hochkriegen. Okay. Wenn du die Stege anhebst, bleib ich mit diesem Baby hier. Wenn die Mechs rauskommen, niet ich sie um, während du dich ins Getümmel stürzt. Meinst du mit Baby jetzt Trip oder deine Waffe? Das ist mir noch nicht so ganz klar, aber whatever, wir klettern mal hoch. Schau mal einfach mal, lass ihn labern, das kriegt man schon irgendwie hin. Moment, Trip, Moment. Ich bin Monkey, nicht Bird, vergessen? Ah, zum Glück sieht er nicht so scheiße aus wie Birdo von Nintendo. Das komische, wo ist eine Nintendo-Vieh? Oh, verdammt. Ich war zu voreilig. Wenn erstmal da unten was anmachen müssen. Na gut, wenn es denn sein muss, geht's wieder runter. Wo ist es denn? Da, hier ist das Rohr, genau. Rennrohr, Quatsch, das Ventil, so rum. Ja, Moment. Müssen wir wieder hoch. Und wieder mal eine Frau durch die Gegend werfen. Das haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Sollten wir eigentlich fast in jeder Folge einmal machen, oder? Das ist irgendwie schon... Das halte ich für sehr wichtig. So, ab geht's. Jetzt kommt der zweite Steg dran. Pass auf, sobald er oben ist, kommt diese Max raus. Okay, sag's... Ah, da ist das Ventil. Ja gut, du bist ja mit dem Snipergewehr da unten. Ich hoffe, du hast es hier mit dem Blick. Ich muss hier Ventil drehen. Fertig, Monkey? Ja. Oh, bin bereit. Ich darf nur noch nicht drehen. Yes. Oh, gerade eben haben wir es gesagt. Alter, von diesen Abriss-Max. Wir begegnen doch noch einen. Ich dachte... Zwei, die wir bisher gesehen haben, waren die letzten, aber falsch gedacht. Oh, warte mal. Der ist gerade irgendwie... Oh Gott! Oh, nicht die. Ich wollte eigentlich nur den Großen anschreien. Weil er wie ein Trottel dagegen läuft. Oh Gott, ja, danke für die... geniale Kameraperspektive, die er mir gerade bietet. Oh, Mist, weißt du was, deine zwei Kollegen. Weil du ein Vollidiot bist. Oh yes, Fokusattacke bereit, sehr, sehr gut. Komm her. Wir müssen gucken, dass wir ihn aggro machen.
Komm schon. Jawohl, während meiner Fokusattacke kannst du mir nichts machen. Autsch, er ist provoziert. Hier drüben. Sup, Bro. Genau, dann passiert nämlich das da. Und dann können wir hingehen und ihn ausschalten. Machen wir kurz einen Prozess mit dem Typen. Einer der genialsten Finisher ever, oder? Ah. Ich find's grandios, wie er diesen riesen Abriss-Mac jedes Mal tötet. Ich find's einfach nur geil. Also manche Sachen, da haben sie, das haben sie richtig genial gemacht, wie man diese Macs ausschaltet im Prinzip. Hallo. Ja, genau. So will ich dich haben. Okay. War's das? Ja, hier drüben. Das ist eine super Angabe, dankeschön. Ah. Okay. Komm hier hoch. Wo ist es denn? Da ist es. Hoppa. Genau, mal schauen, ob dieser Turbolader da oben rumliegt, wie Pixie gesagt hat. Muss ich dich rüberwerfen? Hilf mir rüber. Ja, ich hab's mir gerade nämlich gedacht. Stehst da irgendwie schon so wie bestellt und nicht abgeholt. Aber laufen kannst du, oder? Danke. Gucken wir uns doch das Ding mal an. Ob sich der Weg hier hoch gelohnt hat, ob sich die Kämpfe mit dem Abriss-Mac gerade eben gelohnt haben. Okay. Was auch? Ist das der Turbolader? Das komplette Gebäude oder was? Ach, das ist der Turbolader. Okay, wir haben den Turbolader. Zurück zu Pixie, dann sehen wir weiter. Ich dachte irgendwie, der ist ein bisschen mächtiger, aber von mir aus. Hoffentlich weiß dieser Pixie-Typ auch, was er tut. Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Du bist eine Frau, aber was mit mir? Frauen werden nur beim Autokauf verarscht. Okay, das nehme ich zurück. Wo sollen wir rübergehen? Soll ich dich vielleicht werfen irgendwie oder so? Hast du Bock? So, ich muss dich eh wieder da rüberwerfen, fällt mir gerade auf, klar. Ansonsten klappt das ja nicht. Aber der Pixie... Ja, ich wollte es gerade sagen. Pixie, der steht da unten wie so ein Vollidiot. Wie so ein Trottel. Und er kann nicht mal da hinlaufen zum Ventil und das kurz irgendwie betätigen, dass wir nicht extra rüber jumpen müssen. Ich meine, es ist nicht so, als wenn ich es nicht gerne mache, aber trotzdem, komm schon. Digga, wenn du uns schon helfen willst, dann drehen wir dich an diesem Rädchen. So weit ist es nicht. Tu nicht so. Kannst dir nachher den Bauch von all den Fusseln absaugen, die du beim Cornflakes aus der Schüssel, aus der Packung essen gekriegt hast. Wie kommen wir jetzt hier weg? Wir können hier durch, aber wir müssen diese Mauer sprengen. Oh, da bin ich dabei. Sprengladung, aber ihr müsst drauf schießen, damit sie hochgeht. Das könnt ihr doch, oder? Klar. Hier, bitte sehr. Aber ihr müsst drauf schießen, sagt der Mann mit dem Gewehr auf dem Rücken. Aber ja, kann ich. Danke der Nachfrage. Wow, toller Schuss, Monkey. Fucking awesome, oder? Hier bin ich, schau mich an. Wie er voll die Konkurrenz in mir sieht, aber wir eigentlich nur überleben wollen. Irgendwie Monkey ist halt no fucks given, den juckt's gar nicht, der will nur hier weiterkommen und Pixie sieht voll die Konkurrenz in Monkey. Oh, Pixie. Man muss sich nicht überall beweisen. Sagen wir so, nicht in der Robo-Apokalypse. Da reicht schon Überleben als Beweis, dass man es ein bisschen zumindest drauf hat, wenn der Rest als verkokelte Asche auf und auf dem Boden liegt. Oh, zu früh, zu früh. Oh, okay. Was ist eigentlich das da für ein Ei? Achso, nee, ist ein Stein. Der Teil der Fabrik, zu der wir jetzt gehen, ist echt cool. Manche der Maschinen funktionieren immer noch. Echt cool, also, das ja. Das hätte ich gern mal in seiner Glanzzeit erlebt. Dann zeig uns mal die tollen Maschinen, die scheinbar noch funktionieren. Auf dem Pfad da oben sollten wir durchkommen. Kannst du Trip hier hochbringen? Sicher. Ja, kein Problem. Kann ich machen. Mache ich auch. Beim nächsten Mal nämlich. Wir schauen uns nämlich dann ja diese Fabrik an und schauen mal, ob sie wirklich so cool ist, wie jetzt da oben ist. Wieder eine Maske fällt mir gerade auf. Eine weitere Störung, die wir reinkriegen werden. Mal schauen, ob wir mehr Bilder von Andy Serkis zu sehen kriegen. Auf jeden Fall geht's beim nächsten Mal weiter in dieser unglaublich tollen, tollen Fabrik. Und wir finden hoffentlich die restlichen Teile. Turbolader haben wir ja schon. Zwar im Handtaschenformat, aber so, wenn der ausreicht, von mir aus. Bis dahin, haut rein.
Ist ja gut.